Das ist die Make-IT. Die Machermesse im Saarland ist heute und ich werde gleich einen Vortrag halten zum Thema Faszination Chemie. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Faszination und Wissen Chemie. So lautet der Titel des Vortrags, der jetzt kommt. Und ich freue mich, dass ich Podcaster, Kümmerer bei Carbolution Chemicals GmbH, Michael Bauer, ankündigen darf. Auch bekannt unter Dr. Bauer auf Instagram, wer es schon kennt. Und er wird uns ein bisschen was erklären und erzählen. Und ich bin ganz gespannt, was wir alle mitnehmen. Dankeschön für die. Ich glaube, als Podcaster und Kümmerer bin ich, glaube ich, noch nie angekündigt worden. Das gefällt mir. Das muss ich mal, wenn ich noch mal irgendwo bin, muss ich das direkt mal so weiter stecken, dass mir das gefallen wird. So, Faszination Chemie. Chemie, faszinierend, nicht wahr? Jeder, der Chemie faszinierend findet, macht bitte jetzt mal einen Handstand. Das ist sehr, sehr überschaubar. Das habe ich mir aber gedacht. Denn die Chemie hat ein bisschen zu kämpfen mit Imageproblemen. Das ist aber als Chemiker auch nichts Neues. Das fängt schon zu Hause im Haushalt an. Wenn es zum Beispiel heißt, die Kaffeemaschine müsste mal wieder entkalkt werden und ich dann sage, ja, kein Problem, ich habe in der Firma noch ein bisschen Zitronensäure stehen, ein paar Eimer, bringe ich was mit. Und dann heißt es, nein, keine Chemie. Ich habe hier Bio-Reiniger, habe ich extra gekauft, hat 10 Euro gekostet, Bio-Reiniger. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal gucken, was da drin ist. Haben wir geguckt, Bio-Reiniger, Inhalt 100% Zitronensäure. Und da ist natürlich genau dieselbe Zitronensäure drin, die bei mir in der Firma auch im Eimer steht, in der Chemiefirma im Eimer steht. Und da steht jetzt Bio drauf. Und wieso steht da Bio drauf? Weil es Bio ist. Chemie ist nicht das Böse, das große Böse, die dreckige Industrie, die nur die den ganzen Tag nichts anderes macht als Abwasser verschmutzen und so weiter. Chemie ist eben auch Bio und Chemie ist vegan oder kann es zumindest sein und Chemie ist, kann auch nachhaltig sein und frei von genmodifizierten Organismen und alles. Alles das, was wir wollen, das kann die Chemie eigentlich. Und das ist die Chemie auch und das macht die Chemie auch, aber wir wollen das nie so ganz sehen. Wir wollen dann lieber im Supermarkt den Bio-Reiniger kaufen mit Bio-Zertifikat obendrauf. Und wollen dann aber irgendwie gar nicht so wissen, dass das die Chemie ist, die dahinter steckt. Und so viele, so Beispiele im Haushalt gibt es millionenfach. Anderes Beispiel ist das Erdbeeraroma, wo vor einigen Jahren das mal rumging, dass das aus Baumrinde oder aus Holzspänen gemacht ist. Fun Fact, das stimmt gar nicht, das hat irgendjemand mal erfunden. Aber natürlich wird Erdbeeraroma, das so im Joghurt drin ist, den wir im Supermarkt kaufen, natürlich ist das nicht, kann das nicht alles aus echten Erdbeeren gemacht werden, denn die Erdbeerernte weltweit reicht einfach nicht, um den ganzen Joghurt zu produzieren, den wir Menschen nun mal konsumieren wollen. Und natürlich ist da Chemie drin, natürlich sind da chemische Aromen drin und natürlich schmeckt das auch nicht so wie echte Erdbeeren. In einer echten Erdbeere sind 200 Aromastoffe drin und in so einem Erdbeerjoghurt sind 15 bis 20 chemische Aromastoffe drin. Aber das sind dieselben Aromastoffe, die auch in der Erdbeere drin sind. Wenn man sich die Moleküle anguckt unter einem Molekülmikroskop, wenn es denn eins gäbe, dann wären das genau dieselben Produkte, genau dieselben Moleküle. Da ist nichts anders. Und es sind eben nur 15 bis 20, die man in den Joghurt reintut, den es im Supermarkt zu kaufen gibt, und nicht 200, wie sie in der echten Erdbeere sind. Und deshalb schmeckt das ein bisschen anders. Die Chemie hat also oft die Natur als Vorbild. Warum? Weil die Natur für alles eben die besten Lösungen hat. Die Natur weiß eben, die Erdbeere weiß ja selber, was sie tun muss, um gut zu schmecken. Sie muss eben diese Aromastoffe produzieren, um dem Menschen gut zu schmecken. Wahrscheinlich nicht in erster Linie, um dem Menschen gut zu schmecken, sondern um irgendwelchen Tieren gut zu schmecken, die die Erdbeere dann verdauen, die Samen irgendwo hin kacken, Entschuldigung. Um sich eben fortpflanzen zu können. Deshalb versucht die Erdbeere gut zu schmecken, das hat die Natur erfunden. Und wir Menschen können aber über die Chemie diese Vorbilder nutzen und versuchen, Moleküle zu machen, die eben das können, was die Natur auch kann. Da geht es nicht nur um Schmecken oder um Entkalken, wie bei der Zitronensäure, sondern da geht es um viel mehr. Da geht es um Arzneimittel, die sehr oft
Naturstoffe sind, aber eben nicht, wenn sie in einer Tablette drin sind, durch die Natur produziert wurden, sondern der Mensch hat versucht, über chemische Reaktionen diese Naturstoffe nachzubauen. Dazu brauchen wir die Chemie und dazu ist die Chemie ganz wichtig. Also ohne Chemie gäbe es kein Gesundheitswesen, auch beispielsweise. Der Chemie-Nobelpreis dieses Jahr ging an Benny List, einen Deutschen, den ich auch selber kenne. Und der hat den Nobelpreis gekriegt für eine neue Methode, die man nutzen kann, um Naturstoffe zu machen. Also um die Chemie, die in der Natur passiert, nachzubauen. Natürlich ist der Mensch nicht so gut wie die Natur. Die Natur hatte ein paar Milliarden Jahre, um ihre chemischen Reaktionen zu optimieren. Aber der Mensch kann eigene Reaktionen erfinden. Der Mensch hat einen größeren Werkzeugkasten, wenn man so will, in der Chemie, was die Natur nicht hat. Also die Natur hat relativ einfache Reaktionen, dafür aber über Jahrmilliarden optimiert. Der Mensch hat einen vielfältigen Werkzeugkasten, der immer größer wird, immer größer, wo es dann auch Nobelpreise dafür gibt. Und versucht aber im Endeffekt, die Ziele zu erreichen, die die Natur über so lange Jahre erreicht hat, in wesentlich kürzerer Zeit, aber mit abgefahreneren Methoden. Und das ist es auch, was die Chemie so faszinierend macht. Wir alle kennen aus der Presse oder aus Social Media das SARS-CoV-2-Virus. Das ist so ein Klumpen von Molekülen, das sieht aus wie so ein Ball oder so eine, das hat irgendjemand mal dargestellt als Zitrone oder Orange mit so Nelken reingesteckt, was dann die Oberflächenproteine sind. Aber was ist das chemisch gesehen? Chemisch gesehen ist das ein Klumpen, ein Haufen von Molekülen. Ne, die Bilder, die man so sieht in der Presse, das sind wirklich Abbildungen dieses Haufens von Molekülen. Und die kleinen, ganz kleinen Kügelchen, aus denen das alles aufgebaut ist, das sind die Atome. Und dann sind Viren ja so ein Sonderding zwischen lebender Materie und nicht lebender Materie. Also Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel, deshalb sagt man, deshalb zählt man die nicht zu Lebewesen. Andererseits haben sie aber eigenes Erbgut, deshalb könnte man sie doch wieder dazu zählen. Das ist irgendwas so dazwischen. Aber ist es nicht faszinierend, wie dieser Molekülklumpen, der wirklich sonst nichts anderes ist als ein Haufen Moleküle, was der alles anrichten kann? Ne? Und es ist auch nicht so, dass da irgendein Geist noch drin ist in so einem Virus und auch nicht in einem Bakterium und auch nicht in der Körperzelle. Das alles sind Haufen von Molekülen, Moleküle, die sehr, sehr spezielle Funktionen ausüben können und die sehr, sehr optimiert sind, wie gesagt, über Jahrmilliarden besondere Funktionen im Körper auszuüben. Und wenn wir jetzt mal ein Gedankenexperiment machen, wir stellen alle diese Moleküle her und werfen die alle zusammen in so einen Eimer, dann werden die sich so organisieren, wie die in der Zelle oder in einem Bakterium oder in einem Virus wirklich organisiert sind. Das heißt, wir könnten mit der Chemie dieses alles nachbauen und was dann entsteht, hat dieselbe Funktion wie das, was die Natur gemacht hat. So weit geht das. Also die Chemie ist für mich der Schlüssel zum Leben. Alles, was im Leben passiert, was im Hirn passiert, was im Magen passiert, was in den Muskeln passiert, sind chemische Vorgänge, die da passieren. Die Chemie ist für mich also der Schlüssel zum Leben. Aber es geht noch weiter. Chemie ist auch Schlüssel zur Energie. Wo kriegen wir unsere Energie her? Die meiste Energie nach wie vor, auch wenn es traurig ist, kriegen wir aus dem Verbrennen von irgendwelcher Kohlenstoffmasse, von irgendwelcher Biomasse, ob das jetzt wirklich Holz ist, das bei uns im Garten gewachsen ist oder ob das Öl ist, das aus Holz entstanden ist, was vor Jahrmillionen irgendwann mal zu Öl und zu Kohle geworden ist. Also fossile Brennstoffe sind das, was wir verbrennen, womit wir unser Großteil der Energie erzeugen. Wie funktioniert das? Erstens, der Hauptsatz der Thermodynamik. Also Chemiker haben viel zu tun mit Naturgesetzen. Ein Naturgesetz ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Der sagt erstmal was ganz Komisches, nämlich dass man Energie nicht erzeugen kann. In einem abgeschlossenen System kann keine Energie erzeugt werden. Es kann nur die eine Energie in eine andere Energie umgewandelt werden. Das heißt, beim Verbrennen ist es so, wir haben Kohle oder Öl.
Öl ist auch eine Verbindung von Kohlenstoff, es ist ein Kohlenwasserstoff. Das verbrennen wir. Verbrennen ist eine chemische Reaktion, nämlich die Reaktion mit Sauerstoff. Und bei dieser Reaktion wird Energie frei, nämlich die Energie, die vorher in der Kohle drin gesteckt hat. Und dabei entsteht CO2. Nochmal, verbrennen ist eine Reaktion von Kohle zu CO2. Dabei wird Energie frei, nämlich die Energie, die vorher in der Kohle drin gesteckt hat. Oder in dem Öl oder in dem Kohlenwasserstoff, dem Kohlenstoff, was auch immer. Wie kommt die da rein, die Energie? Diese Energie hat die Natur vor Millionen von Jahren in diesen Kohlenstoff reingespeichert. Über Photosynthese. Als das Kohlenstoffmolekül, das jetzt im Erdöl drin ist, als das noch eine Pflanze war, hat diese Pflanze Photosynthese betrieben und hat aus Sonnenlicht Energie erzeugt, diese Energie in der Pflanze gespeichert. Diese gespeicherte Energie in der Pflanze ist jetzt im Erdöl oder im Gas oder in der Kohle. Und das nutzen wir heute zum Verbrennen und um unsere Energie zu erzeugen. Und dieses können wir nur tun, weil die chemische Reaktion des Verbrennens passiert. Die Energie, die in dem Stoff gespeichert ist, in der Kohle, in dem Gas, in dem Öl, wird umgewandelt und entsteht so, dass wir sie nutzen können durch Verbrennen, also in Form von Wärme und von Licht. Die Chemie also auch Schlüssel zu Energie, aber es geht noch weiter. Das ist ja jetzt eine sehr schmutzige Energie, die ich beschrieben habe. Wir können eben nicht nur Kohlenstoff zu CO2 oxidieren und so gewinnen. Wir können den Kohlenstoff ersetzen durch Wasserstoff und genau dasselbe Resultat erzielen. Nur, dass hinterher nicht böses CO2 entsteht, sondern neutrales Wasser. Wir können also auch mithilfe der Chemie nochmal ganz genau dieselbe Reaktion. Wir können Wasser, oh Jesus, wir können Wasserstoff verbrennen sozusagen und es entsteht dabei Wasser. Das ist keine Flamme, die dabei entsteht bei dem Verbrennen, das passiert in einer Brennstoffzelle, auch ein Konstrukt, das Chemiker mal erfunden haben. Und auf diese Art und Weise kann uns die Chemie also auch helfen, saubere Energie zu kriegen. Das heißt, das, was die Chemie, was man der Chemie ankreiden konnte die ganze Zeit, dass es so schmutzig war alles, das geht eben auch auf eine saubere Art und Weise. Und dieses Problem, das, wenn man so will, die Chemie selber geschaffen hat, das kann die Chemie auch wieder lösen, indem sie einfach Kohlenstoff durch Wasserstoff ersetzt. Und der Wasserstoff muss irgendwie zugänglich gemacht werden natürlich. Und dass das funktioniert. Und so funktioniert das dann aber. Also Chemie, haben wir eben gesagt, Schlüssel zum Leben auf der einen Seite und die Chemie ist der Schlüssel zur Energie auf der anderen Seite. Und ich würde sogar noch weitergehen, die Chemie ist sogar der Schlüssel für all diese Probleme, wenn man so will, oder all diese Herausforderungen, die wir haben. Man kann ja der Chemie vorwerfen, dass ich habe das eben gesagt, Abwasser verschmutzt. Das tut die Chemie natürlich. Wenn Plastik irgendwo produziert wird, wir können uns eine Welt ohne Plastik nicht mehr vorstellen, aber wenn Plastik produziert wird, dann entsteht dabei auch Dreck, dann entsteht dabei auch CO2 und alles. Das kann man der Chemie vorwerfen. Aber dann müssen wir uns fragen, warum tut die Chemie das? Die Chemie macht Plastik, weil wir Plastik brauchen. Eine Welt ohne Plastik kann sich kein Mensch mehr vorstellen. Wie funktionieren all diese 3D-Drucker, die wir hier sehen? Die brauchen auch Kunststoffe, Kunststoffgranulat, mit dem sie gefüttert werden müssen. All das macht die Chemie. Und wenn wir der Chemie vorwerfen, dass sie so dreckig ist, dann sollten wir eigentlich mal erstens überlegen, dass die Chemie die einzige oder dass die Chemie die Wissenschaft ist, die oder die Disziplin ist, die diese Probleme auch wieder gelöst kriegt, indem sie auf erneuerbare Energien setzt, indem sie Wasserstoff zum Beispiel einsetzt als Energiespeicher anstatt Kohlenstoff, dass sie all diese Dinge, Solarzellen erfunden hat, dass sie die Brennstoffzelle erfunden hat, dass sie Akkus für E-Autos erfunden hat zum Beispiel oder für Handys oder Computer oder Kameras. All dieses hat die Chemie auch gemacht. Und zweitens können wir der Chemie ja nicht vorwerfen, dass sie all diese Produkte herstellt, die wir täglich brauchen. Ich glaube, das Problem ist,
oder was wir uns fragen sollten, ist eben der Konsum, den wir haben. Ob der nicht vielleicht das wirkliche Problem ist, das wir angehen sollten. Denn die Chemie ist eigentlich, die Chemie liefert uns das, was wir brauchen. Die Chemie liefert uns Plastik, wenn wir Plastik wollen. Die Chemie liefert uns aber auch erneuerbare Energien und den Umgang damit, wenn wir das wollen. Die Chemie macht im Endeffekt das, was wir ihr sagen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was wollen wir von ihr? Wie konsumieren wir? Sollten wir uns da nicht vielleicht mal an die eigene Nase fassen? Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, dann können wir zur Chemie gehen, zum Schlüssel fürs Leben, zum Schlüssel für die Energie und können sagen, so und so hätten wir es gern und die Chemie macht das dann. Und das war so meine 2 Cents zum Thema Chemie. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen zumindest davon begeistern, dass ich zumindest ein kleines bisschen fasziniert bin von dem, was die Chemie alles kann. Und jeder, der Chemie jetzt immer noch öde findet, macht jetzt bitte einen Handstand. Gut, dann hat das geklappt, was ich vermitteln wollte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche noch einen tollen Tag hier auf der Messe, vielleicht morgen auch noch. Und vielleicht sieht man sich mal irgendwo im Internet oder auch mal wieder in echt. Bin auch noch ein bisschen da, wenn noch irgendjemand Fragen hat, stehe ich gern zur Verfügung. Bitte einfach anhauen. Vielen, vielen Dank. Hoppala. Guck mal hier, Bitburger 2,50, Karlsberg 0. Nehme ich.